Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, danke EBP und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyrea. Wir sind immer noch am Arsch der Heide. Und müssen jetzt gerade zusehen, dass wir hier nochmal wieder rauskommen. Um unseren ganzen Plunder wegzubringen. Wir setzen quasi nahtlos bei der letzten Folge an. Wir nehmen einfach den gleichen Weg wie vorhin. Schleichen uns hier quasi wieder raus. Alter Vater, ist das laut? Ich muss mal gerade ein bisschen... So, besser. Ich denke, dass nachher noch das Gekreische kommt, da wird es garantiert nicht besser. Tolle Spinne, nochmal kontrollieren, ja, war was. So, beim letzten Mal haben wir ja ganz schön auf den Deckel gekommen und uns da irgendwie wieder rausgewurschtelt. Und heute wollen wir doch mal sehen, dass wir die Sache hier zu Ende bringen. Zack. Lass mal ein paar Sachen wegbringen, ein bisschen was essen können. Von. Machen wir mal hier die ganzen Anzugsachen rein. Und der Rest kommt noch drüben. Halt, was macht drüben? Doof, ich hab doch alles hier. Ja, es war am Anfang anders. Das packen wir auch mal um. Das wird jetzt hier ganz schön voll drin. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Bleibt alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gerade das hier war. Oregano hätte ich fast gesagt, aber das ist Blödsinn. Der Kram halt. Na, das Fenchel, auch scheißegal. So, und der Rest kommt hier wieder in die Waffenschublade. Jetzt lade ich auf, du scheiß Jetpack, meine Güte. Ich lasse hier mal nicht so viel Zeit. So, die Knarren packen wir wieder ein, die guten haben wir dabei, nur noch 775 Schuss. Das fühlt sich erstmal noch wenig an. Finde ich gar nicht mal so gut. So, das Fleisch kommt im Kühlschrank noch. Und dich muffeln wir gleich mal. So. Alter, klingt das hier beängstigend. Ich glaube, das geht alles ganz schön schief. Kleinigkeit esse. Ich würde mir ja hier gerne einen Weg hochbauen, ne? Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. So. Sturmgewehr. Das Kleinkrieg. Das sind auf jeden Fall rotzegroße Geschütze. Alter Vater, ich würde hier ja gerne den Kern irgendwie mitnehmen. Ne? Ist du kaputt? Also ja wieder aufballern. Ne? Alter. So, es sieht aber zerbeult aus, oder? Wir schießen mal weiter. Ich glaube, Raketen wäre gewesen. Das sollte ich mir als nächstes vielleicht mal bauen. So, da habe ich ein bisschen Deckung, da könnte ich runterspringen. Das mache ich jetzt aber mal. Zack. Und da sind die Viecher schon wieder. Was für Schieße. Der da. So, ist der schon mal Schrott? Ah, na, habt ihr Probleme hochzukommen? So, was ist das schon mal mit dem? Das ist noch ein Türmchen, den nehmen wir auch gleich auseinander. Dann ist hier, glaube ich, erstmal Ruhe. Alter. Fattensicker Scheiß, ey.
mich fett. Oh, ein Kraftfeld. Und ordentlich Ressourcen. Das lobe ich mir erstmal. Und vor allem mehr Viecher, ey. Scheißvieh. Du auch. Stirb. Sehr gut. Huh. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich wieder irgendwo runterkrache. Was ist das? Schrotflinte. Over. Bisschen Müll. Magnesiumpulver finde ich auch ziemlich gut. Das ist viel cooler Stuff. Also nichts, was mich jetzt unglaublich viel weiterbringt, aber Sachen, die ich auf jeden Fall erstmal. Okay. Schade. Aber Sachen, die ich nachher gut weiterverarbeiten kann. So. Und tiefer in den Kaninchenbau. Ne? Hier sieht das ja schon mal ordentlich infected aus. Ein paar Kraftstoffzellen, ein paar Kraftstoffzellen. Hätte ich mir jetzt Schöneres vorstellen können. Okay, ich kann auf die nicht zugreifen. So. Da haben wir ja schon wieder etliche Viecher. Sind aber auch Fetze. Der auch. Alter Vater. Oh. Ups. Das kann ja mal passieren, ne? Meine Fresse. Ich glaube, ich werde noch irgendwie gucken, dass ich eine Klonstation oder sowas da aufs Schiff raufkriege. Weil immer wieder hier um die halbe Basis rumrennen, ist irgendwie auch nicht so befriedigend. Also, dass meine Sachen da irgendwie wieder kriegen, wird auch interessant. Alter. Diese kreischenden Viecher sind auch was eklig, ey. So, ich weiß auch nicht, wie ich mich hier noch großartig besser ausrüsten soll. So. Da flitzen wir jetzt aber mal ganz fix rüber. Zack. Dann ist da auch schon mein Rucksack. So. Kleiner Schlachtplan, wir hüpfen da gleich rein. Dann rüsten wir uns erstmal aus. Jetzt tut er mir nichts oder was? Ist er doof? So. Geachtet vorne. So. Sind aber auch heftig stark, ey. So, hier waren noch mehr. Wo sind die hin? Ich vorne dran, ne? Erstmal die damit infizierte Wunde. Super. Ich freue mich ja jetzt schon. Ja, das war's mit Stamina. Kommt der jetzt schon wieder?
Scheißviecher. Oh, fuck. Fuck. Jetzt verliere ich auch noch anhaltend Health. Dann sollte ich das vielleicht doch erstmal behandeln gehen. Jetzt bin ich nämlich gleich tot. Schon wieder. Alter. Ist das knacke ätzend. So, 1, 2, 3 Kartoffelbrei. So, jetzt soll die da hochkommen. Was du scheiß Jetpack. Nervt mich das. So, habe ich irgendwas mit was außerdem noch heilt? Antibiotische Salbe. Moment mal. Hautverbrennung. Aber nicht gegen Infizierte. Aber gut. Dann überbrücken wir das jetzt erstmal. So, ich habe eine infizierte Wunde. Geht das? Auf eine Wunde, Erfrierung, Nekrose. Ne. Okay. Auf nach oben. Meine Güte. Kriege ich hier auf den Deckel. Ich hätte gedacht, ich bin gar nicht so scheiße ausgerüstet. Aber große Kuchen. Ja, schrei du mal. Ja, mach mal Alarm hier. Also ohne Stamina ist halt auch ganz schön ätzend. Zack. Dass ich hier immer diesen Umweg laufen muss, ist halt auch dezent kacke. So, infizierte Wunde, was hilft denn da? Mangelverstimmung, nö. Infizierte Wunde, das Ding wird helfen. Und das Ding auch, Antibiotika-Tabletten. Ups. So. Dann brauchen wir ein bisschen Leben. Gibt hier irgendwas Gesundheit wieder? Nö. Nö, 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 nö. Okay. Dann ist das wohl wieder das Ding hier. Ein letztes Mal. Den Scheiß kann ich nicht rüberbringen. Halt, die Mutter überhalten wir schon wieder. Das nicht. Oh, wir haben sogar noch zwei. Das ist ja schon mal schön. So. Hier ist Toolkit mit. Dann gehen wir schon wieder runter, auch wenn ich so ein bisschen in der Erwartung bin, dass wir wahrscheinlich relativ bald keine Mumpel mehr haben werden. Ich tatsächlich nochmal zurück. Das wäre ja ärgerlich. So, auf geht's. Das ist noch so ein Penner, ey. Das war's mit ihm. Bist du doch gleich wieder irgendein Scheiß. Ich hab's im Urin. Ich will doch hier tickern. Albtraum finde ich als Beschreibung ziemlich gut. Generator, Medischütze, Infusionshilfe. So, Werkzeugturm. Davon habe ich letztens schon eingefunden. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Schon finde ich. Alter, irgendwie wird das. Oh, ein Glück. Okay, Bora
Aber T2 finde ich auch gut. Und die Tour, es wird tickt. So, Security Lockdown in effect. Oh, Turret Autofire Crystals engaged. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen will. Oder ob ich da nicht lieber vor Munition will. Also gefühlt brauche ich ja 3 Magazine pro so ein Vieh. Durchgucken können wir auch nicht. Die Viecher treffen ist auch eher Kunst, ne? Puh! Sind die eklig? Sind die eklig? Okay. Das ist ein ganz schön fettes Geschütz. So, also wenn ich von hier den Kern sehen könnte, ne? Okay, es legt aber erstmal nicht an. Ach du Scheiße. Wo geht das schon mal los? Das war so klar. So, erstmal hier rauf. Oh, die kommen ja auch rauf. Okay, okay, okay. Was für eine Granate haben wir? Der Shit. Boah, ich sehe da einen Fahrstuhl. Guck ich da rein? Oh. Nummer 1. Alter, sind das viele. Und die drücken sich hoch. Bald nicht mehr durch die Leichen. Noch eine. Na komm. Oh, gut, dass ich keinen Fernangriff haben, ey. Ich glaube, ich habe alle. Vielleicht auch nicht. So, da sind wir wieder. Es gab gerade ein wenig Besuch und da musste ich einmal hin. Und deswegen gab es ja einen kurzen Cut. Ah, jetzt bin ich dezent aus der Puste. Hab noch irgendwie knapp 100 Schuss. Das ist irgendwie nicht die Welt. Gut, scheiß auf Fleisch. Hier kreischt auf jeden Fall immer noch einiges. Und ich hoffe ja, dass ich hier den Kern finde. Krugienkammer. Okay. Und ich bin fast tot, sehe ich gerade. Das war eine richtig knappe Geschichte. Alter. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja, ein bisschen Plomb gibt's hier. Wieso der Hit? Ich werde ja versuchen, demnächst mal einen Dekonstruktor zu bauen. Da will ich vielleicht auch ein bisschen was auseinandernehmen können. Nix. Oszillator ist ganz cool. Oh, guck mal einer an. Blöder Penner. Da saß er. Der Sack. Ein paar Generatoren finde ich hier schön. Das gefällt mir. So, die Frage ist, wie komme ich hier wieder hoch? Nachdem ich hier so schön abgestürzt bin. Ich kann aber nichts auseinandernehmen. Jetzt ein bisschen Sauerstoff. Aber
es nichts will. Oh, das Geschrei macht mich wahnsinnig, ey. Okay. Ich hatte ja so ein Feeling. Da ist jetzt nichts drin. Okay. Bin ich gleich so alien-mäßig was runtergeprescht. Alter! Ist der da gerade gespawnt? Komm her. Assi. Huh. Wo kam die denn hier? Boah, ich fühle mich hier unwohl. Schon wieder? Was ist denn hier los? Okay. Wow. Ich komme da runtergefallen. Stirb. Lauf. Scheiß Viecher, ey. Erstmal ein bisschen lieb. Zwei Magazine. So, ist jetzt gut hier? Reicht auch. Boah, hier ist mir doch schon wieder unwohl. Treibstofftanks, okay. Schon wieder scheiße, ey. Pentaxid ist cool. Fusionszauber. Xenostahl würde ich auch ganz gerne mit. So. Puh. Was eine Scheiße. So. Das sind blanke Treibstofftanks. Ganz hässliche Tür auf. Das missfällt mir. Hab ich auch noch ein bisschen Mumpel drin? Ich glaube, die würde ich jetzt mal zur Seite ziehen. Oha. Hier geht doch gleich was kaputt. Fällt da irgendwas runter? Ich lass mich doch hier nicht einfach so rumlaufen oder was? Sag ich doch. Noch ein. Oh, raus hier. Erstmal weg. So. Und schon wieder so ein beschissenen Hauptparasiten, ey. Keine Munition für. Okay. So. Ich muss kurz grenzen. Jetzt krieg ich kaum noch den Kerl kaputt hier. Wie gesagt, ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Wie sind die jetzt hergekommen? Oh Gott, ich noch ein. Okay, leer. Ganz schlecht. Auch leer. Fuck, ey. Gut, erstmal weg. Erstmal weg. So, Tür ist zu, sehr gut.
habe ich hier noch irgendwelche Waffen gefunden. Eine Schrotflinte T2, die Mumpel haben müsste, und noch eine davon. Und dann habe ich hier noch Pulsgewehr. So, alle mit ein bisschen Munition. So, 7 Schuss. Einer weniger. Jetzt bin ich auch noch voll. So, hier stand noch was kein weg. Jetzt also hier von dem lieber Kupfer mit. Teile auch, lieber Kobalt. Hautparasit, was hat perfekt. So, gleich mal. Auf eine Wunde. Hilfst du da? Ja. Sehr gut. So weit, so gut. So. Ein paar Zellen. Das essen wir fix. Gönn dir, Brudi. So. Das hier wieder da. Waffen finde ich gerade gut. Das gefällt mir. So. Das Multitool kann eigentlich hier sein. Der finde ich die Schrotflinte mit. Die hätte ich auch ganz gerne dabei. Scheiße, das bisschen Glas. Dann hätte die Stahlplatten habe ich genug. Dafür nehme ich die Pistole mit. Interessant, hier kommt ja noch mehr Stuff und hier geht es auch irgendwie nicht weiter. So, erstmal Schrotflinte, 7 Schuss. Oh, Lasergeschützturm. Nice. Very nice. So. Nun ist gute Ratte. Wir scheißen mal auf den Sauerstoff und wir scheißen auch auf den Computer dafür. Mehr Pentaxid, mehr Versuchste, mehr Xenostahl. Dafür nehmen wir den Stahl mit. Was ist das hier? Gehärtete Stahlblöcke und Gefechtsstahlblöcke. Gut. Was ist das hier? Haben wir jetzt genug. 80 Gerät ordentlich, Fusionszellen mit Entgiftungspillen. Schmeißen wir auch einfach mal drauf. Nicht so wirklich selber herstellen kann. So. Damit sind wir hier aber noch lange nicht raus. Wie zur Hölle komme ich hier weg? Goldbarren und epischer Bohrer. Na geilo. Dafür gebe ich doch noch meinen Bohrer weg. Bohrerlagerung, Magazingröße 750, Nachladezeit 2,9, Reichweite 9 Meter, 7 Meter, ein bisschen mehr Reichweite. Ja, gut. Das ist jetzt irgendwie nichts so überbesonderes, aber erstmal haben. So. Dann auf normale Temperatur angewiesen. Ja, gut, okay. So, Trauma-Kit. Würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Hab ich 5000 Stück von. Und Gefechtsstahlblöcke. Gehärtete Stahlblöcke. Ist auch gut. Also, eine Automatiktür.
ätzend. Wieder durch. Nein. Ein Schuss, ein Treffer. Der war gut. Ich will doch nur wieder hier raus. Wie? Ich wollte gerade sagen, geht das jetzt nicht wieder raus? So ein Kadaver? Ja. Ich hab Pech gehabt. So. Wie von da kommen wir, glaube ich? Sehr gut. Da ist auch noch was. Die Frage ist, kann ich da hochfliegen? Was ist das hier? Def, no release, it takes me. Breaks me, remakes me. Remade, reborn. Repurposed, resurrected. Jo, weiß Bescheid. So, jetzt gucken wir mal. Was der Epic Bohrer kann. Ausrichten. Ich komme hier nicht weg. Fürs Magazin gibt mir ein besseres Gefühl. Ich komme hier nicht raus. Kann nicht sein. Hier muss doch irgendwo dieser blöde Kern rumstrotzen. Ich meine, wenn der ich den wegkriege. Hütte. Ich möchte den ganzen Scheiß hier abreißen. Aber ohne den wird das nix. Wo ist dieser scheiß Kern? Dieser Kackhütte. Da ist er ja. Jetzt leckt mich. Ich bohre mich hier raus. Multitool und wo ist mein Bohrer? Der ist da drin. Zack, demontieren. Fertig. Freiheit. Den Trick wirklich tue ich mir jetzt echt nicht an. Meine Fresse. Bei Gelegenheit nehme ich die Hütte nochmal auseinander. Jetzt aber mache ich drei Kreuze wieder. Tageslicht zu sehen. Wupp, wupp. Ja, super gut. Keine Munition mehr, kein Platz mehr im Inventar. Aber wieder
bei unserem Raumschiff. Wie gut ist das? Geilomatico. Ja. Ich glaube, da oben war ich nicht, oder? Guck da nochmal nach. Würde ich nochmal reingucken, hätte ich noch Munition. Denn damit ist ja nicht mehr weit hin. So, alles waffenähnlich erstmal hier. Ich werde den ganzen Scheiß nicht mal verhökern müssen. Pulsgewehr Tier 2, Upgrade Kit. Ein bisschen sortiert hier ablegen. Kühlschrank. Meine Fresse ist das viel. Eine Schrotflinte, Upgrade Kit, meine Güte. Lasergeschützt. Boah, den finde ich cool. Den mag ich. Den Kram finde ich auch geil. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesem scheiß Wegzeugturm macht. Also klar, kann ich bauen, aber wofür? Was schafft das? Und ich Pentaxid, das finde ich auch ziemlich cool. So, dann hier noch ein paar Schutzanzüge. Da werde ich auch einen neuen brauchen, tatsächlich. Hier noch was drin. Kann ich die Hülle gleich mal aufladen. Zack. Ich muss den Hülle ein bisschen so variieren. Schön, dass die Landestützen raus sind. So. Können wir irgendwas loswerden? So erstmal nicht. Wir haben ordentlich ein bisschen Kobalt gefunden. Ordentlich Kupfer gefunden. Das finde ich noch viel besser. Pentaxid, Stahl, Silizium. Ach doch, ich glaube, ich bin ganz glücklich mit dem Beutezug. Und die Toolkits. In welchem Zustand ist das? Überhaupt kaputt gehen. Nö, irgendwie nicht. Finde ich gut. So, ordentlich Fusionszellen, das finde ich auch wirklich klasse. Promethiumzellen, auch ein paar kleine. Fette Generatoren. Die werden mir noch ordentlich helfen beim großen Raumschiff. Eine Medizinstation, die ich schon hatte. Sator einheim, ordentlich Gold. Gold bin ich auch Fan von. Fan von Fleisch, das will ich nachher noch verwehren. So, dann haben wir noch diese Dusseling-Türme. Und ein Bohrer T2 Laser. Munition unlimitiert. Das ist doch was für mein nettes kleines Fahrzeug. Satium-Barren. Da muss ja auch die was gehen. Bergbaueinheit und hier kommt das Trauma-Kit mit dazu. Dazu diese dusseligen Pillen. Und dann ist wieder Ordnung im Inventar. Würde ich sagen. Machen wir uns auf den Heimweg. Zack. Einmal über den großen See. War gar nicht so weit weg, das Ding. Aber Hölle war da viel los, ey. So, warum fliege ich jetzt unbedingt noch nach Hause? Relativ easy. Da will ich dran denken, Munition herzustellen. Was ich nämlich sonst garantiert vergesse. So, Schild ist voll geladen. Stromverbrauch 50%. Ja, das ist, damit kann ich auch gut leben. Dann müsste da am Horizont. Da ist er. Gleich meine Basis auftauchen, wollte ich sagen. Glücksrolle gezogen. Ein erfolgreicher Beutezug. Bei meinem Glück kommt jetzt hier gleich noch ein Angriff. So ein Scheiß. So. Gucken wir einmal. Drehen das ein Stück zurecht. Und landet einmal. Dann will ich wieder arbeiten. Zack, Karre steht und ich gehe Munition herstellen. Scheiß.
Und zwar in rauen Mengen. In wirklich rauen Mengen. Meine Fresse. Oh ja, Goldmünzen rumliegen. Das ist ja schön. Hm, hab ich hier noch was drin? 2000 haben wir noch. Ich stelle trotzdem mal welche her. So, MS Large. Natürlich. Es war so abzusehen. Aber gut. Vorher mache ich hier noch ein paar Gewehrpatronen. Brauche ich 4 Kupferbahnen für. Oh, nicht ganz so viele. So, ein bisschen Mumpeln einpacken. Nur zur Sicherheit. Der guckt mal, was herkommt hier. Von da hinten. Transporter. Ja, mach mal. Sitzt hier gar nichts auf. Zack. Assi. Tja, das ist mal dumm gelaufen. Zack. Das war ja wohl nix. Kommt lieber mit Drohnen, habt ihr mehr von. Was gab das Schönes? Schwere Waffen-Upgrade. Scharfschützengewehr T2. Naja, geil. Nehmen wir noch freudigst mit. Und noch ein bisschen Salbe. Zack. Oh, bedanke ich mich doch nochmal. So, ein bisschen den Auftrag gegeben. Landeanflug. So. Karre ausrichten. Auf die Hütte. Ups. Das ist echt fickeng, ey. So. Da stehen wir. So. Und das soll es dann auch jetzt wirklich gewesen sein für diese Folge. Die war mal sehr, sehr lang. Also wenn ich die Berechnung noch mit reinrechne, könnte ich glatt 2 Folgen draus machen. Aber das ist ja wurscht. Das war gut. Hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Nicht so wie mein letzter Bodyzug. Der war gefühlt besser. Und ich habe mich hier ganz schön gequält. Ich brauche auf jeden Fall zukünftig mal ein bisschen schwerere Waffen. Weil ansonsten sehe ich ja dabei kein Land mehr. Kann ich ja schon was Schönes bauen. Und schweren Waffen. Ist das so ein Befestigungsscheiß hier? Nö. Gucken wir beim nächsten Mal. Dann wollen wir mal sehen, wo wir mit unserem Ketzer als nächstes hinfliegen. Also, Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.